Hallo, meine Kleine, wir tragen ja die gleiche Farbe. Ça faisait déjà quelque temps qu'on n'avait pas vu grand-maman un jour. Cheers! Herzlich willkommen zurück zu Angels of Death mit Porno-Polylots von BHB. Alrighty. Im letzten Part haben wir uns ausgeruht. Das ist mal was. Und dann hatten wir noch einmal die Gelegenheit, uns zu entscheiden, wollen wir weitermachen oder das ewige Gefängnis von Kathy als unser neues Heim ansehen. Wir haben Nein gesagt. War das eine gute Idee? Ich bezweifle es, denn jetzt sind wir im dritten Horrorhaus bei der dritten großen Sühneschlacht und müssen uns wieder einmal darum kümmern, hoffentlich zu überleben. So, und hier sind wir jetzt quasi letztes Mal stehen geblieben. Okay. Ich kann es gerade so rüber schaffen. Eine Schusswaffe. What? Ich habe keine andere Wahl, als zu versuchen, es hinüberzuschaffen, ohne dabei erschossen zu werden. Okay. Sag mir wie. Einfach drüber laufen. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Ich hab gerade Ray getötet, sorry. Passt schon. Ich weiß, da ist eine Waffe. Die schießt jetzt. Okay. Dumb ways to die. Okay. Okay. Zack. Hier ist hoffentlich nix. Gut. Jeez. Ich habe es irgendwie rüber geschafft. Ja, du willst nicht wissen, wie oft ich dich da gerade im Verrecken ablassen. Viel zu oft, Kleines. Zack? Was ist das? Zack und ich werden ja auf dem Bildschirm angezeigt. Hey, schon wieder eine Schusswaffe. Ich hoffe, sie kriegt jetzt keine dumme Ideen, sich selber umzubringen. Ja, was das betrifft. Ja. Mann, es bringt jetzt nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Ich muss also nur über die ganzen Plattformen springen und es auf die andere Seite schaffen, ne? Was zur Hölle? Welche Richtung soll ich denn jetzt springen? Scheiße. Ich komm schon rüber, wenn ich improvisiere. Er schafft es ziemlich gut. Er schafft's nicht. Scheiße. So weit kann ich nicht springen. Verdammt! Wie geht's denn jetzt weiter? Geh zurück, Zack! Hä? Warum? Ich kann dich auf dem Bildschirm hier beobachten. Zack, spring einfach in die Richtung, die ich dir angebe. Dann kommst du sicher auf die andere Seite. Zack? Ich hab dich schon das erste Mal gehört. Alles, was ich tue, muss ich zurückgehen, oder? Ja, wenn du das so machst, wie ich es dir sage. Lass stecken. Ich glaube, ich komme schon alleine wieder zurück. Wenn du das sagst. Na, ich hoffe, du weißt, was du da jetzt von mir erwartest. Um Gottes Willen. Also, so. Okay, ich muss zurück. Runter? Oh
Goddammit, wenn mich nicht alles täuscht, ist er nach unten rechts. Zack, spring nach unten rechts. Ich schaff's schon zurück. Hör auf, mir Befehle zu erteilen, klar? Wie ich's mir schon dachte, dieser Weg ist eine Sackgasse. Zack, what the fuck? Ich wollte ja, dass er runterspringt. Also nicht da runter, das ist tödlich, sondern runter rechts. Scheiße. Unten rechts. Das gefällt ihm ganz und gar nicht. Nach unten. Wirklich jetzt? Jetzt aber. Nein, nach unten. Danke. So. Nach unten. So. Oh, Scheiße. Das war, meine ich, immer noch. Nee, was? Nein, 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 Moment mal. Was, nach links? Nach links war es auf jeden Fall nicht. Lower right. Okay. Zack, wenn du da lang gehst. Ja, stimmt. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann geh mal nach links. Unten. Nach unten. Zack, du müsstest jetzt einfach. Ich probier's schon! Zack, wenn du zurückkommst, gehst du 4 Fliesen weiter nach links und springst dann auf die Plattform nach oben. Okay, das sollten wir hinkriegen. Zack? Ja, ja. Alter Schwede, also, wenn er sie jetzt danach nicht umbringt, dann weiß ich nicht, wann er sie umbringen wird. Jesus, da geht's ab heute. Also, das ist 1, 2, 3, 4, ist schon klar, wir müssen hier hoch. Aber hier geht's gerade übelst ab. Von da aus springst du weiter nach links. Und jetzt springst du weiter nach oben. Claro, ist ja der einzige Weg, den ich nehmen kann. Erspar mir die Details. Ich sehe dich auf dem Bildschirm. Darum dachte ich, wir wären schneller, wenn ich es dir einfach sage. Das und wenn du es nicht hinüberschaffst, bin ich ziemlich erledigt. Ich bin keine Bauernfigur auf einem Schachbrett. Hör auf, mich so zu behandeln. Okay, okay, Leute. Beruhigen wir uns. Ich weiß, das ist ein komischer Start in diesem Part. Ray ist schon zweimal gestorben, was sie eigentlich vorhat, aber sie ist zweimal gestorben. Und jetzt lebt sie wieder. Habe ich gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ich hasse solche Art von Rätseln. Und er so sagt, er hat jetzt gerade nur ein paar kleine Scheißprobleme damit, dass er von ihr, dadurch, dass ich sie eigentlich am Leben gehalten habe, jetzt so richtig zur Sau gemacht wird. Goddammit, nimm die Sichel weg, Zack. Ich sag's dir, nimm die Sichel weg. Wir haben jetzt keine Zeit. Wir haben jetzt echt keine Zeit, um auf solche Mordgedanken zu kommen. Gut. Fertig. Gut, das ist schön. Haben wir gut hingekriegt. Yo. Zack. Hier gibt's ja 2 verschiedene Türen. Eine hier und eine da. So sieht es aus. Was ist jetzt der Plan? Außer dass wir einfach weitergehen, habe ich keine Ahnung. Bist du sicher, dass du nicht noch vom Giftgas benebelt bist? Dein Gesicht sieht total abwesend aus. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also Ray ist momentan definitiv lebendiger als sonst. Und nein, ich sag das nicht, weil ich sie in diesem Part jetzt zweimal hab sterben lassen. Nein, nein. Die sieht wirklich okay aus jetzt, okay? Gut. Mir geht's wieder gut. Tja.
Dann schätze ich, ist alles, was wir tun können, weitermachen. Ja, ich weiß. Ich tue, was ich kann. Na, aber hallo. Willst du jetzt, dass ich dich umbringe? Da ist jemand richtig sauber angepisst. Ach du Scheiße. Rachel, du hast dir definitiv jetzt Ärger eingehandelt. Er ist angepisst. Ohne Scheiß, Mädel. Ohne Scheiß. Fällt's dir auf? Gut. Gut. Ich meine, er kann froh sein, dass du ihm geholfen hast. Denn wir wissen nur, dass Zack hat's nicht so mit diesen Rätseln. Aber das war vorher schon ein bisschen krass übertrieben. Ich weiß, wir alle sagen, oh, Zack, der kann nicht so richtig klar denken. Der ist mir so auf dem psychopathischen Trip. Ist schon klar. Aber man kann es auch ein bisschen über die Schippe werfen, ne? Man kann es auch ein bisschen so nehmen, das Ding, und so richtig so auf den Topf hauen hier. Das tut richtig weh. Und du, liebe Ray, du hast ja so ein gewisses Gespür dafür. Ich weiß nicht, warum. Aber du entwickelst dich in so eine Art, wie sagt man dazu? Scheißhaufen? Ich weiß es nicht. Ich bezeichne unsere Protagonisten gerade als Scheißhaufen. Das ist wirklich ein perfekter Start in einen Part voller Freude und Liebe. Anscheinend Liebe. Es muss Liebe sein. Gut. Hätte ich speiern sollen? Ja, ich soll speiern. Also speiern. Danke. Ist der Raum hinter dem Eisengitter etwa dort, wo Zack hingegangen ist? Naja, wenn du genau hinsiehst. Hey. Oh. Not so good. Es ist eine Spritze, in die etwas gefüllt wurde. Tja, Ponyboy holt dann mal die Wasserpfeife raus. Jetzt wird nämlich ein sauberer geraucht hier. Zack, dieser Raum. Die Türen sind verschlossen und alles, was hier herumliegt, sind diese Spritzen. Also was zur Hölle sollen wir jetzt hier tun? Und zwar spritzen und sauber high werden? Naja, ich will nichts Falsches sagen, aber genau das tue ich jetzt gerade im Hintergrund. Eine Spritze, eh? Ich schaue sie mir mal an. Wir haben sie uns gerade angesehen. Die Nadel ist scharf und es scheint sich um keine Fälschung zu handeln. Was für eine Droge wird da wohl drin sein? Jesus, fuck you, fuck you. Oh mein Gott, es ist sie, in wahrhaftiger Person. Jetzt wird gefickt. Hallo, endlich treffen wir uns mal persönlich. Catherine Ward, Kathy, alles klar. Du liebes Bisschen, ihr habt es ja beide hierher geschafft. Das sind mehr, wie ich eingeplant hatte. Ich denke aber trotzdem, dass da was richtig Spannendes auf uns wartet. Du sadistisches Miststück! Was zur Scheiße ist es diesmal? Ach, Zack, warum denn so boshaft? Redet man denn so mit einer bezaubernden Dame? Ein paar Dinge ändern sich wohl nie. Aber das ist es ja, was mir so an dir gefällt. Lass stecken. Wie wär's, wenn du hier runterkommst, damit ich dich sauber in Stücke schneiden kann? Dummer Junge. Du bist es doch, der hier untergehen muss. Hey, was hast du diesmal für uns geplant? Hey, Rachel Gardner, wofür glaubst du, ist eine Spritze denn gut?
um Medizin in den Körper zu spritzen. Bingo! Es ist ein Quiz, ja, Gott sei Dank. Habe ich mich umsonst high gemacht. Scheiße. Die Türen in dem Raum werden geöffnet, wenn sich jeder von euch eine Spritze verabreicht. Eine von ihnen enthält eine gesunde Dosis Vitamine. Die andere enthält eine nicht so gesunde Dosis von was anderem. Dieses etwas anderes ist eine potenzielle Chemikalie, die euch einschlafen lässt und euch mit Albträumen plagt. Du liebes Bisschen, ihr könntet davon nicht einmal mehr aufwachen. Was? Welche Spritze ist es? Als wenn ich euch das sagen würde. Ich hab's sowieso schon vergessen. Eigentlich wurde dieser Raum so hergerichtet, dass jemand, der ihn betritt, sich entscheiden müsste. Ihr habt ja gesehen, wie sich die Wege zuvor aufgeteilt haben, richtig? Wenn du Glück hast, nimmst du die Vitamine zu dir. Hast du Pech, kriegst du die Chemikalien ab. Ein Glücksspiel ums eigene Leben, wenn man es so nennen möchte. Nur leider ist eine Misskalkulation meinerseits entstanden. Das sind jetzt zwei von euch. Sicherlich hast du bereits gewusst. Oh, du ungehöriges Kind. Ein kluger Kopf auf deinen Schultern ist schon alles, was du hast. Ich hab dich beobachtet und es ist so, wie Zack es sagt. Du bist so blank. Naja, genug des langweiligen Geschwätz. Da hier jetzt zwei von euch sind, mache ich eine kleine Änderung der Regeln. Ihr dürft die Spritzen gerne untereinander tauschen. Das wird uns ja unglaublich viel helfen, wenn wir nicht mal wissen, welche Spritze was enthält. Außerdem darf sich einer von euch auch gern beide Spritzen geben. Das wird uns auch nicht wirklich weiterhelfen, wenn sich einer von Haus aus umbringt. Allerdings müsst ihr sie bis zum letzten Tropfen entleeren. Ihr werdet es aufs Bitterste bereuen, wenn ihr versucht, mich zu verarschen. Ich sorge dafür, dass ihr das Tageslicht niemals wieder seht. Und hiermit, meine lieben Sünder, wünsche ich euch alles Glück der Welt. Oh, goddammit. Zack. Oh, goddammit, Zack. Hey. Bring mir die Spritze. What the fuck? Nee. Zack. Bleib. What the fuck? Zack. Hey, jetzt mach schon. Nein. Nein. God damn it. Oh Gott. Ich weiß. Eine Spritze mit einer gelben Flüssigkeit. Ja. Oh Gott, damit. Zack, ich hoffe, du weißt, was du da jetzt vorhast. Hier ist sie. Oh. Weißt du, welche davon die tödliche ist? Habe ich mir schon gedacht. Ich weiß es auch nicht. Was ist also der Plan? Es wird eiskalt in der Hölle werden, bevor ich in so einem Scheißloch verrecke.
Diese Frau kann mich mal am Arsch lecken. In Ordnung. Möchtest du, dass ich sie mir verabreiche? Glaubst du wirklich, dass du danach wieder aufwachen wirst? Wir werden es herausfinden. Willst du es lieber versuchen? Tja, ich würde sagen, wir stehen so ziemlich krass hinter Scheiße. Wer auch immer die falsche Spritze nimmt, der stirbt. Ich? Verdammt nochmal, nein! Es ist egal, wir wissen nicht, welche die Droge ist. Es wäre ja besser, wenn wir wüssten, wer von uns darunter zu leiden hätte. Wenn du nicht möchtest, dann tue ich es. Niemand kann vorhersagen, was passieren wird. Niemand? Was passiert, wenn du umfällst und stirbst? Was dann passiert? Es ist wieder die gleiche Frage, Zack. Es ist wieder mal die gleiche Frage. Ich meine, wenn du oder ich jetzt sterben, was zur Hölle tun wir dann? Was du geschworen hast, würde dann nicht wahr werden. Aber das... Ich weiß nicht weiter. Es tut mir leid. Ich weiß nicht weiter. Ray, what the fuck? Hä? Ah ja, stimmt. Du hast ja einen Todeswunsch. Tut mir leid, dass ich so blöd war und gefragt habe. Blöd. Die blöde Schlampe hat schon recht. Du und ich, wir beide sind Spielsachen. Tja, ich verstehe zwar nicht die ganze bei Gott schwören Sache, aber solange du stirbst, bist du zufrieden, nicht wahr? Also erklär mir eines. Ist dieser langweilige Gesichtsausdruck von dir deshalb da, weil du dich bereits dem Tode verschwiegen hast? Das ist eine scheiß gute Frage. Das ist doch so scheiße. Ich werd von einer leblosen Puppe ausgespielt. Das ist ein scheiß guter Fakt. Und trotzdem. Ich werde diesem Miststück nicht in die Hände spielen. Von hier zu entkommen ist meine Top-Priorität. Also, ich werde machen, was du sagst. Gib schon her! Warte, das ist meine Spritze. Halt's Maul. Wenn du dich darüber beschweren willst, dann tu es, nachdem du endlich in Sicherheit bist. Aber... Die Chemikalie sieht giftig aus, aber es ist kein Gift, oder? Wenn mich das hier tötet, stirbst du ohnehin ein bisschen später auch. Also ist es besser, wenn ich mir den Scheiß gleich reinhau. Warte! Ich warte nicht mehr länger. Oh fuck. Oh nein, Zack hat sich gerade den übelsten Schuss verpasst. Sie ist offen. Zack? Hey, lass uns weitermachen. What the fuck? Was zum Teufel ist hier gerade passiert?
Zack! Wo ist er? Scheiße! Mein Kopf hört nicht auf, sich zu drehen. Oh Gott! Ich sehe schon Sterne. Oh nein. Oh nein. Das macht Sinn. So muss ich das also machen. Oh Gott. Oh Gott, irgendwas. Oh Gott. Zack. Hi, Zack. Wie geht's dir? Okay. Zack. Zack, geht es dir gut? Scheiße, nein. Was ist los? Ich muss unbedingt jemanden umbringen. Ich werde noch verrückt. Ich verstehe. Oh nein. B6 wiederholt sich wieder. Tu, was du tun musst. Ah, ja, stimmt. Ich hab dich ja schon vergessen. Aber geht das auch wirklich klar für dich? Du hast es noch nicht hier rausgeschafft. Außerdem ist mein Gesicht ja immer noch langweilig, nicht wahr? Machst du dich immer noch über mich lustig nach all dem? Nein. Du hast bei Gott geschworen, dass du das hier für mich tun würdest. Das hier ist auch Teil deines Versprechens. Ich will dir keinen Befehl geben oder einen Gefallen von dir. Ich will dich nur fragen. Geht das wirklich klar für dich, Zack? Ray, what the fuck are you doing? So blöd. Selbst bei einem so langweiligen, leblosen Mädchen wie dir fällt es mir schwer, mich vor dem Töten zu sträuben. Ich meine, wenn ich mich davor wehren könnte, würde das ja gerade nicht passieren. Aber selbst ich hasse es zu lügen. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja. Braves Mädchen. Bitte. Du darfst jetzt
unter keinen Umständen sterben.